Was hast du getan? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Days Gone. Ihr seht das Patch 1.21. Was ist neu? Es war endlich soweit, das wirkliche, ich denke mal, große Warten hatte ein Ende am 28. Juni 2019. Also bei Erstellung dieses Videos gestern war es soweit, der neue Patch war da und hat leicht die Versionsnummern ein wenig nach oben getrieben. Von Patch 1.11 gab es den Sprung auf Patch 1.21 mit, ihr seht es hier gerade, knapp 24 GB, war das auch nicht gerade wenig, was gemacht wurde. Und der, ja, so lange herbeigesehnte Herausforderungsmodus ist da, aber nicht nur dieser ist da, sondern es gibt auch natürlich für das normale Spiel, also sprich die Standardvariante von Days Gone, weitere Verbesserungen, die getätigt wurden, wobei ich hier eine markiert habe, die ich für extremst nützlich halte. Endlich werden Waffen mit Dreieck aufgehoben, denn ich glaube, es ist auch euch mehr als einmal passiert, dass ihr das Loot haben wolltet und dann die Dreckswumme aufgehoben habt. Und wenn ihr auch noch Pech gehabt habt, habt ihr gar nicht gemerkt, dass ihr das gemacht habt. Und habt dann schon eure schöne, sag ich mal, euer schönes MG, was ihr gerade hattet oder irgendwas weggetan. Konntet euch das gar nicht wiederholen, weil ihr es halt, ja, aktuell noch nicht kaufen konntet und seid dann halt ja mit dieser anderen Waffe durch die Gegend gerannt, was gar nicht die Intention war. Das wird jetzt also nicht mehr passieren, dadurch, dass wir Waffen mit der Dreieck-Taste statt mit dem Viereck aufheben, weil mit Viereck Loot, mit Dreieck Waffe. Da habe ich, glaube ich, auch im Livestream einfach wahnsinnig oft drüber geflucht und habe gesagt, meine Güte, wer ist denn auf diese Idee gekommen, das auf dieselbe Taste zu legen? Haben Sie jetzt verstanden? 21 Patches später, nein, so viele waren es ja nicht, aber trotzdem, sie haben es verstanden, das ist schon mal eine nette Sache. Dann gab es natürlich die üblichen Bugfixes, wobei ich hier besonders bemerken muss, dass es keine Verbesserung der Performance gibt. Ich denke, wir sind hier am Ende der Fahnenstange angekommen. Persönlich muss ich sagen, habe ich jetzt in den höheren Akten noch gar nicht weiter gespielt, denn nur dort hatte ich eigentlich zum Schluss noch die Probleme, dass es da doch dann relativ öfter mal geleckt hat. Ansonsten war ich damit, wie das lief, eigentlich alles sehr, sehr zufrieden und das ist auf alle Fälle anscheinend auch bei dem Entwickler so der Fall, dass dort nichts mehr zu optimieren gibt. Jedenfalls ist das die Vermutung hier. Im Herausforderungsmodus selber zum Beispiel, wo ja auch viel los ist, ich meine, gut, da fahren wir halt auch nicht Motorrad, da geht es auf alle Fälle einwandfrei, da gibt es kein Leck, das läuft flüssig und sauber, so wie es laufen sollte. Und damit kommen wir jetzt natürlich auch zu dem Sahnehäubchen des Patches, so muss man es nennen. Die Herausforderungen sind endlich da und wir beginnen mit Umzingelt. Die erste Herausforderung in, ja, einer langen, langen Zeit von Wochen, ich glaube 11 unterschiedliche werden sein, die vor uns liegen, gilt es zu bestehen und wir beginnen mit einem Kampf gegen eine nicht enden wollende Horde und müssen diese mit unseren Waffen, Fallen und natürlich der Umgebung so schnell wie möglich töten oder besser gesagt so viele wie möglich töten. So schnell wie möglich ist gar nicht unbedingt, sage ich mal, der Weg zum Ziel, da muss man schon ein wenig taktischer herangehen, auf jeden Fall taktischer herangehen, ansonsten, wenn man da erstmal nur mal so reinbrät, dann ist das Spiel auch schnell vorbei, also deswegen, das Ganze hat schon einen kleinen gewissen Anspruch und das ist auch gut so, denn wir wollen ja lang genug damit beschäftigt sein. Und ihr seht es hier, jede Woche am Freitag wird es dann eine neue Challenge geben, da wird eine weitere neue Challenge dann freigeschaltet werden. Ich zähle hier gerade nochmal durch, wir haben verschiedene Abzeichen für jede einzelne Herausforderung. Wie ihr hier seht, habe ich das hier auch extra markiert, dass dieses Abzeichen, dieses Patch auf eurer Kutte drauf ist und getragen werden kann von euch im Herausforderungsmodus, aber auch im Story-Modus. Und diese Abzeichen oder Patches haben zusätzliche Perks. Zum Beispiel beginnt das erste Durchhalten, was wir jetzt freischalten können, mit einer 7%igen Ausdauerleistung. Und die weiteren, die dann folgen werden, sind hier natürlich noch nicht angegeben. Und ich zähle derer 5, 6, 11 Stück. Also 12 Herausforderungen insgesamt gibt es. 11 weitere werden also folgen, die wir noch nicht kennen. Und das ganze Herausforderungssystem sieht wirklich, wirklich gut aus. Gefällt mir, haben sie sich viel Mühe drum gemacht, was da alles möglich ist. Ihr könnt
bekommen natürlich neue Skins fürs Moped. Wir können andere Charaktere wählen. Wir können Ringe wählen. Wir können Abzeichen wählen. Wir haben zu den Herausforderungen auch noch Nebenherausforderungen. Wo hier momentan aktuell zum Beispiel ist, mit 10.000 Bronze, mit 60.000 Punkten Silber und mit 120.000 Punkten gibt es eine Goldmedaille für die Herausforderung selber. Aber diese hat dann auch nochmal die Nebenherausforderung: Töte 100 Gegner mit Fässern, töte 50 Gegner mit Fallen, töte 100 Gegner mit einer hohen Combo, erhalte 250 Freaker-Ohren. Ja, 250 Ohren hört sich gar nicht so schlimm an, wenn ihr denn Zeit habt, ja, sie auch einzusammeln. Das ist natürlich auch die Geschichte, man muss sie einsammeln. Und damit das Ganze alles irgendwie schöner und leichter wird, habt ihr halt zusätzlich die Möglichkeit, ja, Ringe auszurüsten. Diese Ringe, die es gibt, die könnt ihr kaufen und diese haben nur Vorteile für den Herausforderungsmodus. Die sind nicht für den Story-Modus ganz, ganz wichtig. Da gibt es dann für 30 Credits. Diese Credits erhaltet ihr durch das Spielen der Herausforderung. Also je nachdem, wie lange ihr durchhaltet, erhaltet ihr eine unterschiedliche Menge an Credits natürlich. Wir haben zum ersten Kugeln. Beim Abrollen lädst du deine ausgerüstete Waffe mit einem Teil des Magazins nach. Oder wir haben den Widder. Beim Springen über Objekte regenerierst du einen Teil deiner Ausdauer. Löwenherz mit aktiviertem Konzentrationscocktail, getötete Gegner stellen Konzentration wieder her. 1% Kopfschüsse verkleinern das Fadenkreuz und erhöhen die Präzision, wenn du stillstehst. Oh Gott, wer mag denn schon gerne stillstehen, jetzt mal ehrlich. Dann haben wir noch die Lilienkrone, reduziert die Senkung der Armbrustbolzen und verleiht erhöhte Durchschlagskraft. Der Vampir tötet Tötungen im Tarnmodus, dämpfen deine nächsten Schüsse. Der Sensemann: Wenn du dem Tod nahe bist und deine Gesundheitsleiste blinkt, sind deine nächsten Nahkampfangriffe garantiert tödlich. Und ihr seht schon, erfordert Rang 2, ist also nicht mal so eben easy peasy gemacht. Müsst ihr halt mit der Zeit dann nach und nach freispielen. Joker: Beim Gleiten sammelst du alle Objekte in einem bestimmten Umkreis ein. Das hört sich super Sahne an nach: Ich gleite durch eine Horde toter Freaker. Durch der Lebende wäre nicht so sinnvoll. Und sammeln dabei alle Ohren ein. Weiter geht es dann natürlich mit Sachen auch fürs Bike, denn auch die Bike-Herausforderungen kommen natürlich noch. Sprünge mit deinem Bike sparen Benzin. Durch Driften wird dein Bike repariert. Schaden am Bike während Boost reduziert. Und als allerletztes haben wir noch: Sprünge mit deinem Bike stellen Lachgas wieder her. Das sind also die einzelnen Ringe, die es gibt. Dann, wie gesagt, die Abzeichen, die es gibt, sind für beides, sind für den Story-Modus und für den Herausforderungsmodus. Für das Moped habt ihr natürlich dann nochmal verschiedene Akzente, heißt es hier immer, verschiedene Lackierungen, so würde ich es nennen, zur Verfügung, die ihr halt dann halt auch dementsprechend mit höheren Rängen kaufen könnt. Wir sehen hier schon ganz hinten, Rang 6 ist hier zum Beispiel auch notwendig für Agent Orange, für den Akzent. Und dann ganz wichtig natürlich noch die Möglichkeit, auch verschiedene Charaktere zu kaufen, ne? Natürlich logisch, unser Startcharakter ist der liebe Deacon, aber wir haben natürlich auch Busa zum Beispiel, den wir kaufen können für 45 Credits, oder Ricky. Ricky waren, glaube ich, auch 30 Credits gewesen. Iron Mike kostet auch 30, aber erfordert auch Rang 2. Und dann haben wir noch den Nero-Soldaten. Das wussten wir ja auch schon, dass wir den bekommen werden. Auch dieser erfordert Rang 2 und dann weitere 8 Charaktere, die sie uns dann mit den nächsten Herausforderungen präsentieren werden, was es dort dann geben wird. Ja. Also ich sag mal, der Herausforderungsmodus beinhaltet also in meinen Augen auf alle Fälle eine ganze, ganze Menge. Das ist gar nicht schlecht, was wir da erwarten können. Wir sehen dann nochmal in der Übersicht hier natürlich die Herausforderung, die Nebenherausforderung, dann natürlich hier die weiteren 11 noch Unbekannten, die dann halt jeden Freitag auf uns zukommen. Und damit ist der Patch 1.21 was? Genau, mega, mega geil. Ich finde es wirklich richtig super Sahne. Und habt ihr denn schon den Herausforderungsmodus gespielt? Habt ihr schon die Horden besiegt bis zum Punktewahnsinn schlechthin? Wie gefällt es euch? Wie gefällt es euch mit den Waffen, die ihr von vornherein her ausgerüstet habt? Das ist ja auch das Schöne. Ihr habt also von vornherein eure Waffen, eure Standardwaffen. Auf den Karten selber liegen keine Waffen herum. Dafür könnt ihr ab und zu Leute looten, die, ja, wenn auch selten, aber manchmal was Nützliches dabei haben. Manchmal ist es einfach nur Schrott, dann denkt man auch, ach, leck mich doch am Arsch, dafür habe ich mich jetzt gebückt. Aber es liegt halt auf der Map auch einiges ansonsten rum, wie zum Beispiel Munition, ganz, ganz wichtig, wie zum Beispiel natürlich Medizin, auch ganz, ganz wichtig, denn ihr heilt natürlich nicht selber. Also das, was euch die Freaker, ja, vom Pelz herunterkloppen, das bleibt unten so lange,
bis ihr Heilung unterwegs findet oder halt auch ansonstige kleine Gadgets, wie natürlich weitere Bomben, Attraktorbomben, die ihr halt von vornherein schon habt, weiteres Material für Molotows und so weiter und so fort. Davon ist alles nicht allzu, ja, allzu dick gesät. So sage ich es einfach mal, das Ganze ist schon hier relativ, ja, wenig vorhanden auf der Map, so dass die ganze Freaker-Hut natürlich auch einen gewissen Thrill beibehält, wenn ihr hier irgendwie jede zweite Ecke Munition liegen hättet und damit durchgehend mit dem MG einfach alles wegholzt, was denn so einfach da gerade auf euch zurennt. Das wäre ja auch zu schön, das wäre ja auch zu einfach und das wollten die Entwickler nicht und haben daher in meinen Augen, finde ich, eine relativ gesunde Portion an, ja, an Sachen, die herumliegen, herumstehen lassen für euch, so dass es A nicht zu viel, aber B auch nicht zu wenig ist, denn letztendlich irgendwo findet sich dann doch immer noch wieder so eine kleine Munitionskiste. Vielleicht ist das Ganze auch eventuell leicht dynamisch angepasst, wenn man schon so und so viele Sachen aufgesammelt hat, dass dann an neuen Stellen eventuell vielleicht Sachen spawnen, konnte ich so bisher nicht beurteilen. Auch konnte ich bisher nicht feststellen, dass irgendwie die Sachen unterschiedlich liegen, also da, wo ich bisher einen Erste-Hilfe-Kasten gefunden habe, habe ich ihn in der nächsten Runde auch wieder gefunden. Das scheint da also auch identisch zu sein, dass da ja mit ein wenig mehr Kartenkenntnis auch die Überlebenschance einfach weiter steigt und so das Ganze interessant und frisch hält. Ich denke, eine Woche lang gegen Horden zu kämpfen, bis die nächste Herausforderung kommt, macht auf alle Fälle Spaß. Wird auf alle Fälle mir persönlich eine Menge Spaß machen. Also eure Meinung. Ganz, ganz wichtig, unten rein in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, wie ihr den Herausforderungsmodus findet. Wolltet ihr mehr, findet ihr super Sahne oder wie auch immer. Und dann noch eine Anmerkung ganz zum Schluss, die jetzt ja hiervon gar nichts betrifft. Und zwar gab es einen Post der Entwickler zum Thema New Game Plus. Bisher war da immer Ruhe, bisher gab es als Antwort darauf gar nichts. Jetzt gab es das erste Mal die Antwort. Ich glaube, es war gewesen, wir hören euch oder wir haben es wahrgenommen. Also mehr auch nicht. Das war die einzige Antwort, die es darauf bisher gab. Aber es war eine Antwort im Gegensatz zu bisher. Was natürlich hoffen lässt, dass vielleicht doch noch ein New Game Plus Modus auf uns zukommt. Die Hoffnung ist ja bei vielen, vielen Leuten da. Und es würde sich auch wirklich in meinen Augen, denke ich, bei diesem Spiel durchaus lohnen, New Game Plus einzubauen. Ob das die Entwickler machen werden, müssen wir abwarten. Jetzt haben wir erstmal Spaß mit den Herausforderungen. Ich hoffe, euch geht es ganz genauso. Ja, hat euch das Video gefallen? Denkt an den Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Abonniert den Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr einfach hier richtig weiter. Nichts Neues mit Glocke aktiv. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage so long goodbye. Keep gaming, euer Goodie.